5 Jahre Juvia de Oro und wir sind seit 2018 hier regelmäßig zu Besuch. Wir sind begeistert von diesem kleinen Tierpark und wir nehmen euch jetzt mit aufs 5-jährige Jubiläum. Juvia de Oro befindet sich auf einer Milchwirtschaft im Dorf Orlov in der Nähe von Philadelphia. Die Milchwirtschaft wird von Rodney Derksen betrieben und ist eine der größten hier im ganzen Bezirk. Juvia de Oro wurde von Rodney gegründet, um den Menschen und vor allem den Kindern hier in der Gegend zu zeigen, was es alles für Tiere hier im Chaco überhaupt gibt. Dazu hat er in vielen verschiedenen Gehegen Wildtiere, wie hier diese Rehe, oder Nutztiere, wie zum Beispiel ganz viele verschiedene Hühnersorten, ausgestellt. Gerade Hühnerfans werden bei Rodney auf ihre Kosten kommen, denn so viele verschiedene Sorten, wie er da ausgestellt hat, können wir noch nicht mal hier in dem Video zeigen, weil es sonst den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Außerdem wollen wir ja auch hier gar nicht alles zeigen, denn ihr wollt ja sicherlich, wenn ihr auf den Hof kommt, auch mal selber noch ein paar Tiere entdecken. Zu entdecken gibt es in den Gehegen sowieso ganz viel. Man muss immer ganz genau hinschauen, weil in den Gehegen auch immer noch ein paar andere Tiere mit drin sind, wie zum Beispiel die Hasen, die da irgendwo rumhoppeln. Viele von den Nutztieren kann man auf dem Hof auch kaufen. Also wer Lust hat, sich ein paar Wachteln oder Hühner zu halten, kann sich bei Rodney da ein paar Küken holen oder aber auch, glaube ich, erwachsene Tiere. Bei Wildtieren wie diesen Papageien sieht das schon wieder ganz anders aus, weil in Paraguay da strenge Gesetze zum Halten von Wildtieren gelten. Wer Wildtiere in Paraguay halten möchte, sollte sich deshalb genau vorher informieren, wo er diese Tiere anmelden muss und sich die Haltung dieser Tiere genehmigen lassen kann. Weiter geht's wieder mit einer Hühnerschar. Die Namen der ganzen Hühner kenne ich allerdings leider nicht. Immer wieder findet man auch schöne Pflanzen auf dem Gelände. Das müssten Wellensittiche sein, wenn ich ja jetzt nicht falsch liege. Ja, Tauben gibt es auch zu sehen, die haben wir hier im Busch überall. Da ist noch eine im Napf, die badet da oder im Futter schwimmt sie. Dann wieder Hühner, wieder eine andere Sorte. Und jetzt hat Sarah einen neuen Freund gefunden. Den hat sie besonders ins Herz geschlossen, also der hat lustige Geräusche für sie gemacht. Der war auch besonders aufgeweckt. Da sieht man auch schon das leckere Essen, was es heute Abend geben wird, das braucht aber noch ein paar Stunden. Zeit, einmal hier einen kleinen Überblick über die große Wiese zu werfen, wo schon lauter Stühle und Tische bereitstehen. Auch Chefkoch Niki darf natürlich nicht fehlen. Mit seiner Alenia Chakenya ist er heute für die Verpflegung zuständig und schneidet schon mal Zwiebeln für den Salat. Ja, Würstchen gibt es auch, also es gibt nicht nur da so eine halbe Rinderhälfte. Und die Schweine haben diesmal Glück gehabt, die werden nicht auf den Grill geschmissen. Die dürfen da weiter sich im Dreck suhlen. Ja, Sarah natürlich beim Highlight hier, den kleinen Puma-Nachwuchs. Das ist gut. Da ist sie immer wieder fasziniert von diesen Kätzchen. Aber wer so süß gucken kann, den muss man auch einfach lieb haben. Aber unterschätzen sollte man sie auch nicht, denn sie haben ganz schön kräftige Zähne, schon als Kinder. Aber auch für die menschlichen Kinder stehen Schaukeln, Rutschen und so ein Spielparadies bereit, was natürlich auch Sarah Freude gemacht hat. Kommen wir zu den Papageien, die gefallen mir besonders gut. Eigentlich die blauen, aber die blauen hat er aktuell nicht. Auch hier in dem Käfig gibt es dann noch ein paar andere Untermieter, die Meerschweinchen. Ja, und da wieder der schöne Papagei.
Aber so richtig streicheln lassen wollte er sich auch wieder nicht. Immer wieder begegnen uns auf dem Hof auch wunderschöne Pflanzen, wie hier zum Beispiel in dieser kleinen Pflanzenzucht, wo man sich dann auch das ein oder andere Exemplar mit nach Hause nehmen kann. Nochmal grüne Papageien, die sich diesmal allerdings ein bisschen bereitwilliger haben streicheln lassen. Ja, der LKW hat Sarah besonders angetan, den hätte sie am liebsten bei uns im Garten stehen. Allerdings weiß ich nicht, ob der noch fahren wird. Aber ein schöner Hingucker ist es auf jeden Fall. Ja, für den Hunger gibt es natürlich eine Kantine, die ist an den Wochenenden, soweit ich weiß, immer offen. Die liegt da wunderschön eingebettet in der grünen Pflanzenwelt, wo auch verschiedene heimische Arten angepflanzt wurden. Na, hier guckt Sarah schon mal, was sie wieder für den Garten gebrauchen kann. Aber jetzt wollen wir mal einen Blick in die Kantine werfen. Da gibt es dann so allerlei Sachen wie Eis, Kuchen, Getränke kann man sich dann gut mit eindecken. Aber auch Produkte wie Milch und Quark, die Rodney auf seinem eigenen Hof herstellt, können dort käuflich erworben werden. Hier sehen wir noch ein paar Nachwuchsküken, von welcher Sorte, Huhn oder Vogel auch immer. Ja, das sind irgendwelche Nasenbären, denke ich mal. Die sind ganz heiß hier auf diese Blüten. Die Namen der Tiere sind eigentlich an den Gehegen immer abgezeichnet, aber ich habe da irgendwie vergessen, mir die Namen da zu merken, aufzuschreiben oder so. Da müsst ihr schon selber gucken, wenn ihr mal beim Rodney seid. Auf jeden Fall sind die kleinen Nasenbären hier richtig heiß auf die Blüten, die scheinen wohl echt gut zu schmecken. Im Hintergrund sieht man sogar noch ein Äffchen. Ja, Sarah kann das natürlich nicht sein lassen und muss die kleinen Tierchen streicheln, ne? Aber die sind auch echt süß. So, jetzt kommen wir wieder zu Nutztieren, hier haben wir ein paar Ziegen. Auch die lassen sich gerne streicheln, sehr zur Freude von Sarah. Dem Tapir ist es ein bisschen zu warm, deswegen liegt er ganz gerne da im Futtertrog. Das haben wir mittlerweile schon öfter beobachten können. Ja, und er scheint sich gut mit den Schafen da in einem Gehege zu verstehen. Hier sehen wir noch mal ein bisschen besser die kleinen Nachwuchspumas. Und da auch der große Puma, der sich da schon sauber macht, um die Gäste zu empfangen. Denn so langsam füllt sich hier die Wiese mit den Partygästen. Mittlerweile ist es etwas später geworden und das Fleisch wird so langsam gar. Zeit für Chefkoch Niki, das Fleisch anzuschneiden und mit der tatkräftigen Unterstützung vom Aldo die Teller zuzubereiten. Ich kann euch sagen, das hat nicht nur lecker ausgesehen, das hat auch super geschmeckt. Ja, die Liveband darf natürlich auch nicht fehlen und ich muss sagen, es war ein echt schöner, gelungener Abend und hiermit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!